Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Edna bricht aus. Ja, wir sind immer noch in der netten Irrenanstalt hier gefangen. Haben in der letzten Folge den Bienenmann Peter und Petra getroffen, die sich hier hinter der Tür in weiteren Räumen verbergen. Und wir müssen immer noch irgendwie ein Bügel, wie heißt das? Wie heißt dieses Ding? Ja, ein Bügel. Heißt nur Bügel, ne? Ein Kleiderhaken, kann man auch sagen. Ja, ein Kleiderhaken für den netten Alumann finden. Oder eventuell auch noch dem Bienenmann einen Kaffee bringen. Ich bin mir da noch nicht so ganz so sicher. Und wir haben einen kleinen Tipp bekommen, dass wir bis zum Abendbrot warten sollen, damit wir auf den Schlüsselmann treffen können, der uns eventuell hier rausholen kann oder uns einen Weg zeigen kann, wie wir rauskommen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir diese Tür auch aufbekommen. Ja. Und da sind wir mit dem Typen, der Yuppie, der, ja, wie ihr seht, den vielen Hörer in der Hand hält. Und jetzt verstehe ich auch, jetzt sind wir auf der Seite der Gefangenen. Wir können uns deswegen hier auch so frei bewegen. Und vorher waren wir hier auf dieser Seite, bevor wir entdeckt wurden. Ja, wir gehen einfach mal zum Yuppie. Vielleicht redet er jetzt mal mit uns. Hallo? Hallo! Feuer, Feuer? Feuer! Feuer! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Ja. Kannst du kurz mal mit dem Telefonieren aufhören? Vor allem, du telefonierst ja gar nicht, du Ra, Idiot. Klopp da. Echt. ja, wozu brauchen wir dein Telefon? Weiß ich noch nicht. Ob du mir wohl mal dein Telefon borgst? Hör mal, das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ich nicht erreichbar bin. Man stelle sich nur vor, ich lege es nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, Sino Yuppie. Es ist ein Junge. Und man stelle sich weiter vor, in diesem kurzen Augenblick, in dem ich zu meiner Frau hinüberschiele, fällt der Kurs meiner Aktien ins Bodenlose. Ich würde Millionen verlieren, weil ich nicht am Telefon war. Nur einen kurzen Augenblick lang. Ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit. Und mein ganzes Leben ist zu Ende. Ah! Ja. Kannst du mal kurz mit dem Telefonieren aufhören? Bestimmt nicht. Da ist gerade mein Broker dran. Es geht um Millionenbeträge. Ja, bestimmt. Alles klar. Dann kennst du auch nicht einen Weg hier raus. Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Nein. Aber du willst hier sowieso nicht raus. Glaub mir. Die Welt da draußen ist ein brutaler Ort. Die Fehler, die du da machst, haben echte Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel mehrere Millionen Euro verlierst. Nur, weil du für einen kurzen, klitzekurzen Augenblick unaufmerksam warst. Zum Beispiel, weil deine Frau ruft, Sino Yuppie, es ist ein Junge. Dann wird dich die Schuld ein Leben lang verfolgen. Ist nicht so wichtig. Telefoniere euch weiter. Oh weh. Das wollte ich ohnehin. Hallo, bist du noch dran? Oh Mann. Ey, kein Kommentar zu diesem Typen. Echt. Oje, da versteckt sich einer. Hat der Angst vor dem, was im Fernsehen läuft, oder was? Das Pubuckel, eine Pubuckellampe. Ey. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann war Meister Eder auch ein Vollschizo. Da bekommt die ganze Sendung eine etwas unheimliche Konnotation. Mitnehmen können wir die bestimmt Nein. nicht. Dieser Kobold kommt mir nicht ins Inventar. Ja, genau. Sehr gut. Wir benutzen ihn gleich. Lass das. Oh. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Also versteckst du dich? Ein Dino-Film. Ich mag keine Dino-Filme. Am Ende sind sie ja doch alle ausgestorben. Na toll. Steckdose, ein Stuhl. Verlockend. Aber ich habe keine Zeit, fernzusehen. Ihr scheint das Fernsehprogramm zu gefallen. Ja, direkt. Es ist genau ihr Niveau. Sehr gut. Sofa, Sessel, noch mehr Pflanzen. Das einzige Licht, das sie bekommen, kommt vom Fernseher. Hm. Der Künstler war offensichtlich schwer depressiv. Ja, dass das jetzt ein Aschenbecher sein sollte, wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Verlockend, aber ich habe zu tun. Gut, dann reden wir mit dem netten Professor. Hallo. Da. Hey, du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß, du könntest ja auch ein verkleideter Velociraptor sein. Ja, wie stimmt. Aber bin ich nicht, ich heiße Edna. Ich heiße Edna. Angenehm, ich bin Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen. Gott,
Dialekt sprechen. Das ist echt gewöhnungsbedürftig, doch. Was machst du da hinten? Ja, du versteckst dich, ist klar. Aber fragst was du mal machst trotzdem du da hinten? Mal? Ich betreibe Nachforschung in Paläontologie. Ja. Hinter dem Sessel? Wo sonst? Ein prähistorisches Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Zimmers. Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Das leuchtet ein. Darf ich den Kanal wechseln? Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Genau. Oh, jetzt können wir... Jetzt können wir ihm quasi das Ende verraten. Das war der Gärtner. Die Dinosaurier übernehmen die Weltherrschaft. Na toll. Jetzt hast du mir die Ende verraten. Richtig. Aber ehrlich gesagt hatte ich das auch schon vermutet. Gut, dass ich mich mit den Geflogenheiten in die Jura auskenne. Das wird mir einen Vorteil bei unserer neuen Herrschaft verschaffen. Wo hab ich meine fossile Gebetsteine hingetan? Du kannst umschalten. Ich muss meine zukünftige Knechtschaftsrolle einstudieren. Juhu, ich kann umschalten. Ich weiß nicht, was uns das bringt, aber wir machen das einfach mal. Willkommen bei den Börsen-News. Aha. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und verkaufen. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Ich lass das jetzt an. Es läuft ja eh nur Mist. Okay. Verlockend. Okay, jetzt läuft da die Börse. Ich weiß nicht, ob das mit dem Yuppie da draußen irgendwie zu tun haben könnte. Ob wir so vielleicht den Telefonhörer denn bekommen könnten. Ich will Hallo, Professor. Mal mit ihm sprechen. Angriff der Flugsaurier! Oh, du bist es nur. Ja. Hello, Edna. Hallo. Ja, wie kommen weißt wir hier raus? Du, wie ich hier rauskomme? Na klar. Ich benutze immer den Wäschelift, um in meine peruanische Bernsteinmine zu reisen. Der Wäschelift fährt bis Peru? Aber nicht, Dummerchen. In Detmold-Lippe musst du auf die tektonische Kontinentalplattendrift umsteigen. Bitte was? Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinmine, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Oh je. Also müssen wir ihm auch irgendwas irgendwas bringen oder irgendwas, damit wir in den Wäschelift kommen? Was macht die Forschung? Der geht's prima. Nur fehlen mir ein paar Dino-Gene. Das klingt spannend. Wie züchtet man denn Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernsteineinschlüssen. Ja, so wie kriegen wir sowas her, ne? Ich schau später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Ja, plus minus 10 Minuten. Und, ja, und je nachdem, wie lange ich mir das merken kann, wem ich was bringen soll, ne? Vielleicht das hier? Möchtest du Bohnendip? Kommt drauf an. Stammt es aus der Kreidezeit? Ja. Das Verfallsdatum ist überschritten, wenn du das meinst. Das ist es nicht. Können wir irgendwas zusammenmixen eigentlich? Ich muss nicht kochen. Heute ist Wünsch-dir-was-Tag in der Kantine. Das da rein? Oh, tatsächlich. Das macht es auch nicht besser. Okay. Und das auch noch? Das macht es auch nicht besser. Ich tränke meinen Ketchup lieber direkt aus der Tube. Okay. Cocktailkarte. Ja, ich bin mir noch nicht sicher. Irgendwas müssen wir demnächst bestimmt kombinieren und so weiter. Habe ich echt noch keine Idee. Mit ihm sprechen will ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Ich gehe nochmal zu diesem Yuppie-Typen. Vielleicht können wir den ja in dieses Zimmer lotsen. Mit dem Fernseher. Hallo? Hallo! Kaufen? Verkaufen? Verkaufen! Was sagst du? Verkaufen? Nein, noch nicht. Doch, verkaufen. Verkaufen! Verkaufen? Nein, noch nicht. Nein, immer noch nicht verkaufen! Nicht verkaufen, nicht verkaufen! Was sagst du? Na, ein Glück. Hallo? Hat uns jetzt Hallo? Wirklich was gebracht, ne? Hallo! Komm, kann der nochmal mit uns sprechen? Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen!
Kaufen? Nein. Nein, nicht mehr kaufen! Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen! Okay. Was sagst du? Na, ein Glück. Hallo? Hallo! Hallo! Feuer, Feuer, war Feuer! Gut. Feuer! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Ja. Mist, okay, geht nicht. Ist nicht so... Das wollte... Hallo? Wo ist der Wäschelift? Frage ich mich die ganze Zeit. Kommen wir hier nicht weiter? Da kommen wir ja auch nicht. Da ist das Schloss, das... Da fehlt ein Schlüssel. Und da kommen wir jetzt nur wieder zurück. Jetzt sind wir wieder hier. Ui, 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 ui. Was machen wir denn jetzt? Ich habe gerade echt keine Ahnung, ne? Aber so wirklich gar keine Ahnung, gar keinen Plan. Ich weiß auch nicht, wo hier der Wäschelift sein soll. Hier vielleicht hier. Dann müssen wir den Professor echt irgendwie so ein Bernstein-Zeugs geben. Ich weiß nur nicht wie. Guck mal, ob wir dem jetzt den Dip geben können. Weiß ich nicht. Möchtest du Bohnendip? Lieber nicht. Dafür genieße ich die absolute Kontrolle über mein Verdauungssystem zu sehr. Okay. Okay, der will das nicht haben. Was zusammenrühren könnten wir ja auch nicht. Warum? In der Schale lässt... Ja, das ist Quatsch. Ich gehe nochmal zu diesem Peter. Hallo Peter. Willst du vielleicht Bohnendip? Ich hab da was für dich. Das bringt dich gleich wieder auf die Beine. Bezweifle ich. Ach, vielleicht dem... Ah, genau, so geht er aufs Klo. Ja, cool. Und jetzt können wir bestimmt Barmann, auch mit dem Barmann reden. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Ist nämlich der Typ weg. Einen Stinkdrink bitte. Was anderes gibt's ja nicht, ne? Ein Krog, Kaffee. Kaffee. Ein Glas Wasser. Aha. Eine Komplettlösung bitte, ja. Das ist auch gut. Nee, ich will Kaffee. Einen Kaffee bitte. Steht nicht auf der Karte. Na klar. Manu. Barmann, einen Drink bitte. Na, das Einzige, was auf der Karte steht... Aber natürlich. ...ist ja hier Stinkdrink. Einen Stinkdrink bitte. Ein Stinktrink. Kommt sofort. Wie nett. Sogar mit Strohhalm. Nur, es riecht hier so komisch. Ist jemand gestorben? Ich tatsächlich Stinkdrink und der Strohhalm. Okay, was uns das Barmann, bringen soll, mal einen gucken. Drink bitte. Bin ich gespannt. Aber natürlich. Ich will mal schauen, was ob wir denn sein? Noch was anderes mit ihm sprechen können. Meine Kaffee wird, steht nicht auf der Karte. Krog wird also auch nicht auf der Karte stehen. Ein Glas Wasser wahrscheinlich auch nicht. Wir probieren es mal. Ein Glas Wasser, bitte. Steht ja. Nicht. Na klar. Barmann. Aber was ist das hier? Einen Biggidi-Baggidi-Boo, bitte. Steht nicht auf. Okay. Barmann. Aber ja, was? Einmal die Komplettlösung, bitte. Ja, die hättest du wohl gerne haben. Ja. Steht aber nicht auf der Karte. Es war klar. Okay, ich glaube, wir haben das bekommen von ihm, was wir bekommen sollten. Wofür auch immer. Ich weiß nicht, können wir da irgendwas reinmixen? Das okay. Macht es auch nicht besser. Das bringt es also auch nicht. Ist immer noch der Stinkdrink. Können wir den in den Topf den geben? Den Stinkdrink will ich nicht umtopfen. Er eignet sich... Okay. Ja, er eignet sich nicht für Kompost. Den Stinkdrink... Er eignet sich... Ich glaube, dann gehen wir einfach mal in die Toilette, wo der Peter jetzt sein musste. Unfreiwillig. Aber vorher gucke ich mal, ob er vielleicht was mit dem Drink anfangen kann. Hast du Durst? Sogar großen. Leider kann ich die Drinks vom Barmann nicht trinken. Sie bestehen zu über 50% aus Insektenvernichtungsmitteln. Naja, wir müssen ihm was zu trinken besorgen. Dafür brauchen wir vorher, glaube ich, aber die Münze. Und die Münze kriegen wir erst, wenn wir ein Bügel gebracht haben. Also ein, ihr wisst schon, ein Kleiderhaken. Nein! Sehr schön. Komm, wir machen mal den Lichtschalter an. Obwohl, nein, wir zerstören jetzt nicht die romantische Stimmung von Peter und Petra. Wie süß. Ja. Ich bin doch eine ausgekochte Kupplerin. Wie glücklich die beiden doch aussehen. Naja, mehr oder weniger. Chips. Chips? Ha, wir haben Chips.
Kamen wir vorher nicht ran, da stand die nämlich rum. Können wir jetzt mit denen reden noch, Neva? Ich störe sie lieber nicht. Die wollen sicher allein sein. Ja, bestimmt. Ah, Petra auf jeden Fall, nur Peter wahrscheinlich ja nicht. Nicht wirklich. Na, das können wir jetzt nicht nehmen. Können wir da irgendwas reinkippen? Ich gebe etwas davon in diesen Pudding hier. Das, was bringt, weiß ich nicht. Ich gebe etwas davon in diesen Pudding hier. Vielleicht auch den Drink da? Ich gebe etwas davon in diesen Pudding hier. Nicht wirklich appetitlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas gebracht hat. Das stelle ich nicht wieder zurück. Das widerspricht mein... Okay, was anderes können wir da jetzt nicht rein? Vielleicht ein Müsli? Nein, das wollte ich nicht, Ich wollte nochmal... Nein, das wollte ich auch nicht. Oh Mann. Und dazu noch... Ah, das wollte ich doch alles nicht. Ich wollte... Ach, das kann man nicht auswählen, oder was? Und dazu noch dieses Verm... Doch, es muss doch gehen. Benutzen. Nein, dann benutzen wir das ja gleich. Und dazu... Nehmen. Okay, es funktioniert nicht. Lecker. Kann das jetzt so nicht... dieses Famosen... kombinieren irgendwie. Lalala. Nee. Nicht übel. Okay, funktioniert alles nicht. Okay, die beiden sitzen jetzt einfach hier und wir haben Chips bekommen. Chips. Wozu haben wir Chips? Wir brauchen was zu trinken. Was Genießbares zu trinken. Dafür brauchen wir aber erstmal die Münze, meiner Meinung nach. Und für die Münze brauchen wir einen Kleiderhaken. Wir haben keinen Kleiderhaken. Können wir uns irgendwie einen basteln? Das und das. Ich säge den Lauf des Strohhalms etwas an. Dann kommen die Spuckekugeln nochmal so heftig. Vorsicht! Denk an die Killerspieldebatte. Jetzt haben wir ihn angesägt. Ich wollte daraus eigentlich was basteln. Ich werde mal die Öffnung vergrößern. Upsi! Na, das wäre ja fast in die Hose gegangen. Was machen wir da? Keine Ahnung, was wir machen. Ich mach's einfach. Ob ich meine eigenen Riffelchips herstellen kann? Wohl nicht. Okay. Das hat nicht funktioniert. Können wir die in den Topf kippen? Nein. Ich kann sie direkt aus der Tüte essen. Ja, ich versuche jetzt irgendwie so ein bisschen was zu kombinieren. Aber scheint noch nicht so ganz zu funktionieren. Also das können wir nicht in den Topf machen. Das wahrscheinlich auch nicht. Cornflakes müssen nicht gekocht werden. Nee. Das ging ja auch nicht. Den Stinkdrink will ich nicht umtopfen. Genau, der eignet sich nicht einmal für den Kompost. Können wir Ketchup da rein? Ich tränke meinen Ketchup lieber direkt. Ja, nee, genau. Das war auch nicht. Das heißt, da ging es auch nicht. Ich muss nicht kochen. Genau. Heute ist Wünsch dir was Tag in der Kantine. Okay, das geht auch nicht. Was sollen wir jetzt noch tun? Wir brauchen ja auch noch irgendwas für den... Um den Wäschelift zu benutzen, müssen wir dem anderen Typen, dem Professor, ja noch... sowas geben, um irgendwie Fossilien auszugraben oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wir dem geben sollen. Vielleicht die Cornflakes? Probier es einfach mal. Nee, wir wollten zur Tür, Edna. Zur Tür. Ich weiß nicht, ob wir dem irgendwas geben können. Tauschst du dein Telefon gegen dieses übel riechende Gesöff? Bestimmt nicht. Das Telefon ist mein... Muss je... Ja, das nicht. Vielleicht das? Tauschst du dein Telefon gegen eine Tüte Chips? Bestimmt. Das Telefon muss... Das hier? Hände hoch! Ich muss dieses Telefon konfiszieren! Niemals! Da könntest du ja gleich mein Herz konfiszieren. Meine Seele. Und die Luft, die ich atme. Mann, komm mal runter. Alles klar. Gut, das geht auch nicht. Dann hauen wir ihn einfach um. Tauschst du dein Telefon gegen meinen Poloschläger? Bestimmt, das Telefon muss... Wir haben nichts zum Tauschen, oder? Kugelschreiber? Nein, Kugelschreiber. Tauschst du dein Telefon gegen diesen prima Kugelschreiber? Bestimmt nicht, das Telefon muss... Wir haben also nichts, was wir wirklich tauschen können. Tauschst du dein Telefon gegen diese kostbare, limitierte Erstausgabe? Bestimmt, das Telefon muss... Harte Nuss. Das ist eine harte Nuss und der will nichts von uns haben. Mann, oh Mann. Ja gut, jetzt probieren wir es nochmal beim Professor. Ob der vielleicht die Chipstüte haben möchte.
Möchtest du ein paar Chips? No thanks. Ich will nicht, dass meine Experimente vollkrümeln. Okay, das Gesöff hier? Möchtest du von meinem Stinkdrink probieren? Ich get no. Das letzte Mal, als ich so einen Drink hatte, fand ich einen Klostein auf die Grund des Glases. Meine Mundflora hat sich bis heute nicht erholt. Dafür habe ich seitdem eine aktive Mundfauna. Schön. Na, so schlimm wird es schon nicht sein. Sie heult nachts die Mond an. Ich komme kaum zum Schlafen. Oh Gott. Oje, oje. Was sollen wir nur tun? Was sollen wir nur tun? Das Ding fressen wir ja gleich wieder. Leck. Und dazu noch... Oje. Oje. Oh Gott, ich bin verzweifelt. Ja, ich glaube, das ist ein perfekter Zeitpunkt, um einfach mal diese Folge zu beenden. Und mein Gehirn einfach mal wieder ein bisschen leer zu kriegen und beim nächsten Mal hoffentlich hier weiterzukommen. Ich mache eine kleine Aufnahmepause. Ich habe jetzt, glaube ich, schon wieder 3, 4 oder 5 Folgen aufgenommen. Und das reicht erstmal wieder für die nächsten Tage. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüssi!